Scherbel dich selbst. Ja, ich weiß, dass du ein Schatten bist. Das ist mir egal. Aber sowas von. So, jetzt gucken wir mal. Wo muss er jetzt rein? Auch nicht. So. Du vielleicht doch dahin. Du dahin. Mädchen, sagst du nicht vorhin da? Die linke und rechte Maus, um ihn zu drehen. Ah! Okay, das geht nicht so. 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 Nein. Okay, das Rätsel ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Kann man da die noch da hin machen? Ah, hier sieht's. Ich kann ja noch mehr machen. Den ja auch. Nein. Nein. Die Positionen sind, glaube ich, immer dieselben, kann das sein? Muss ich vielleicht mit dem Ausgangspunkt arbeiten? Ach, schauen wir da. Oh ja. So. Okay. Sieh mal an. Tada. Ah, guck mal da. Muss anscheinend die Lichter da oben reinkriegen. Gelb auf Gelb, Rot auf Rot. Aha, aha, aha. Na, 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 na. Okay. Hmm.
Ja. Will schon fast behaupten, dass die Strahlen gleich sind. Kann man das hin verdrehen? Nee. Hey du, kannst du mir mal einen Tipp geben? Ich komme nicht weiter. Oder konnte ich von den anderen Statuen auch die Steine klauen? Bin ich mir jetzt noch nicht so ganz so sicher. Geh mal gucken. Ich habe die Befürchtung, dass mir einfach ein paar Steine fehlen. Telefon klingelt. Tududu. Kann ich dir deinen Stein wegnehmen? Tatsache. Dann kann ich, wenn ich dir schon mal den Stein wegnehmen kann, kann ich den anderen auch den Stein wegnehmen. Wir schon.
wo sitzt denn jetzt? Sitzt du wieder da hinten? Ja, du sitzt wieder da hinten. Dass er da sitzt. Legen wir dich mal dahin. Okay. Jetzt müssen wir nur noch den blauen dahin kriegen. Ja, die Tür ist noch verschlossen. So, jetzt fehlt nur noch der blaue. Frage ist nur, wie. Also ich schau mal an, hier können wir glaube ich auch noch was reinstellen. Dafür müssen wir aber erstmal den anderen Kristall noch holen. Erstmal, ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber hier wohnt keiner. So. Hallo Onkelchen. Ich bin mir definitiv sicher, dass das der Onkel ist. Oder zumindest der Onkel darstellen soll als Puppe oder so. So. Hallo Schatten. Dich haben wir auch jetzt oft genug gesehen. Telefon sollte jetzt klingeln. Oder auch nicht. Oh, das tut's nicht. So, wo sitzt denn jetzt? Sarah Popper. Wo bist du denn jetzt? Also sitzt wieder da, noch da. Wo sitzt? Ach, jetzt sitzt du mal da. Na, hast du mal einen anderen Platz gefunden. Schön. Vielleicht da hin. Könnte natürlich eine Möglichkeit sein. So, der blaue ist jetzt unser Glückesschmied. Nicht aufnehmen. Drehen. Also verfolgen wir mal den blauen hier. Der blaue geht da lang, da lang, da lang, da lang, da, da und dahin. Tauschen wir die beiden vielleicht mal. Kann ich den dann direkt da steuern irgendwie? Nein. Nein. Was ist der jetzt denn? Nein. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Muss ja schon mit dem gemacht werden dann. Ah! Da willst du hin. Sag das doch. Tür offen! Juhu! Das sieht ja schon ein Rätsel, was schon ein bisschen anspruchsvoller war. Guckt euch mal das Gewirr hier an, das ist ja gar nicht lustig. Und du findest das lustig, ne? Entschuldigung. Aber ich bin mir sicher, du bist größer geworden.
warst doch mal kleiner. Hast du eigentlich auch immer in dieser Sitzposition gesessen? Hast du dich nie verändert? Gut. Keine Streichhölzer mehr. Da ist der Schatten viel deutlicher zu erkennen. Jetzt seht ihr das? Was hat die da in der Hand? Teddybär? Kann das sein? Was sind das denn? Teddybärs? Oder eine Puppe? Könnte auch die Puppe sein. Könnte sogar die Puppe sein. Ich will drauf zugehen. Mal gucken, was passiert. Der Schatten verschwindet. Okay. So, wir gucken mal, was die Zeit sagt. Ich weiß noch nicht, ob wir. War noch keine Speicherung, ne? Wir müssen erst zum Speicherpunkt. Streichhölzer. Das Telefon klingelt. Keiner zu Hause. Was sind das bitte für abartig große Räume? So, Speicher. Stunde müsste jetzt um sein. Wir haben schließlich lang genug an diesem Rätsel rumgedoktert. Ich guck mal eben. Jo, 1 Stunde und 9 Minuten. Da ist schon wieder der Schatten. Und diesmal ohne Teddy. Wir sagen aber hier an dieser Stelle wieder mal beenden. Wir haben 1 Stunde lang Obscuritas gespielt. Ich habe mich an gewissen Stellen doch wieder erschreckt und wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Rätsel wieder gelöst. Ich muss dazu sagen, das letzte war echt knifflig. Und abgesehen davon, dass man dann erstmal herausfinden musste, dass man die Kristalle alle sammeln mussten. Weil ich hatte ja den einen Kristall und der eine Kristall hat gesagt, dass ich die anderen nicht aufnehmen konnte. Also kann eigentlich immer nur ein Gegenstand tragen, so wie es aussah. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch auf YouTube. Und wir schauen uns dann morgen oder so den dritten Part an, die dritte Geschichte. Es wird allemal spannend, weil es wird auch immer gruseliger. Und wenn ich mir das so überlege, Anfang, das hat so eine leichte Kurve gehabt. Die Geräusche bin ich ja schon aus Pinewood Drive ein bisschen gewohnt, dass die Geräusche immer wieder kommen. Aber ja. Ja, wir schauen mal einfach, ne? Wie es dann weitergeht. Ich wünsche euch dann jedenfalls eine schöne, angenehme Nacht. Schlaf gut. Tschüss.